Damit erkläre ich euch zu Mann und Frau. Du darfst die Braut nun küssen. Haben Sie etwas rausbekommen? Benedikt befindet sich in Polizeigewahrsam. Und ich konnte die Obrigkeit leider nicht davon überzeugen, ihn für eure Hochzeit auf freien Fuß zu setzen. Sophie, diese Unterlagen beweisen, dass Friedrich Hartenstein ihren Vater in den Ruin getrieben hat, um sich bei ihm zu rächen. Was? Wer mir in meiner Familie so etwas angetan hat, ich werde dich niemals lieben können. Du wirst weder mich noch mein Herz jemals besitzen. Sophie, wir haben uns ein Versprechen gegeben. In der Kirche, vor Gott. Erzähl du mir doch nichts über Versprechen. Geh! Ich will dich nicht mehr sehen. Tu das nicht. Wir sind verheiratet. Du bist meine Frau. Du musst mich lieben. Wag es nicht, mich noch mal anzufassen! Dabei kann es sich nur um ein Missverständnis handeln. Achim! Gott sei Dank. Was ist mit Benedikt? Tut mir leid, er wird immer noch festgehalten. Was genau wirft man ihm denn vor? Brecher hat uns vor Hartensteins Haus erwischt. Als Benedikt einen Stein ins Fenster werfen wollte. Wie konntet ihr nur? Wieso haben sie dich rausgelassen und ihn nicht? Ich stand nur daneben. Benedikt hatte den Stein in der Hand. Wir holen ihn da wieder raus. Und sobald er frei ist, holen wir die Trauung nach. Benedikt wusste genau, dass er beobachtet wird, wegen der Versammlung. Es war nur ein dummer Jungstreich. Ich werde mich weiter persönlich um Benedikts Freilassung bemühen. Das verspreche ich dir. Wir finden sicher eine Lösung. Ich habe nicht immer alles richtig gemacht. Aber ich wollte nach oben und da braucht man Ellbogen. Und dafür hast du unsere Existenz aufs Spiel gesetzt. Dein Vater hat meinen größten Traum zerstört. Er wollte mich nicht in den Adelsclub lassen. Da wollte ich Rache. Das gebe ich zu. Dann ist etwas passiert, womit ich nicht gerechnet hatte. Ich habe dich getroffen. So hast du schon mal versucht, mich rumzukriegen. Das funktioniert nicht mehr. Spürst du denn nicht, dass ich dich wirklich liebe? Was ich getan habe, tut mir so leid. Ich würde es gerne wieder gut machen, aber dazu musst du mir eine Chance geben. Du hast einfach zu viel kaputt gemacht. Wie soll ich denn dir noch glauben? Ich habe deinem Vater das Gut noch vor unserer Verlobung zurückgegeben. Ist das nicht Beweis genug, dass ich mein Unrecht einsehe? Ich liebe dich so sehr. Selbst in diesem Moment schlägt mein Herz wie verrückt. Nur weil du in meiner Nähe bist. Fühlst du das? Lass mich allein. Wir können doch immer miteinander glücklich werden. Lass mich dir beweisen, dass ich es ehrlich meine. Lass uns alles vergessen, was war. Wie soll ich vergessen, dass du unsere Existenz vernichten wolltest? Geh jetzt. Thank you.
Valerie? Was für eine Überraschung. Friedrich, ist deine Hochzeitsnacht schon vorbei? Dann war es wohl nicht so schön, wie du dir erträumt hast. Du hast mich so viel angesprochen! Na, wer hat jetzt gewonnen? Das ist für dein Besuch bei Sophie. Max, zu spät noch. War viel los heute. Magst du einen Tee? Jetzt ist sie verheiratet. Mir vorstellen, wie dir zumute ist. Zuerst wollte ich es ja nicht wahrhaben mit dir und Sophie. Aber was kann man schon ausrichten gegen seine Gefühle? Es ist vorbei. Es tut weh, ich weiß. Es war die richtige Entscheidung. Das wäre nicht gut gegangen mit euch beiden. So sehr ich Sophie auch mag, aber das sind fremde Welten. Ich bin so müde. Offenbar hat der Diener vergessen abzuschließen. Schlamperei. Ach, Gott sei Dank hat niemand den Billardtisch gestohlen. Einsatz wie gehabt. Aber boah, wir sind doch heute so schön unter uns. Lassen Sie uns doch einmal richtig spielen. 300 Taler plus Ihr Einsatz für denjenigen, der die letzte Kugel im vorbestimmten Loch versenkt. Ziemlich hoher Preis und ein umso höherer Gewinn. Hier ist doch jemand. Mein Gott, Baronin! Himmels Willen, was ist denn hier passiert? Das ist ja fürchterlich. Wir brauchen einen Arzt, schnell! Ich will jetzt keinen Besuch. Sophie, was ist denn passiert? Ich habe Friedrich auf dem Marktplatz gesehen. Dann ist er Gott sei Dank nach Hause gegangen. Aber, Heike, was machst du denn überhaupt hier? Es ist doch auch deine Hochzeitsnacht. Die Hochzeit ist geplatzt. Oh nein. Warum denn? Benedikt sitzt im Gefängnis. Was? Er wollte einen Stein auf Friedrichs Haus werfen. Was ist denn jetzt mit dir und Friedrich? Ich hab ihn rausgeworfen. Was? Er hat Papa ruiniert. Und er hat sich hier als Retter von Gut Allen aufgespielt, um mich zu beeindrucken. Das glaube ich. Doch, das stimmt. Ich habe Beweise gesehen. Friedrich ist ein schlechter Mensch. Bösartig und berechnend. Weiß das dein Vater schon? Ja.
Ich hatte mich so auf diesen Tag gefreut. Und jetzt sitzen wir hier. Was willst du denn jetzt machen? Bist du mit Friedrich verheiratet? Ich lasse die Ehe annullieren. Niemand kann mich dazu zwingen, dass ich seine Frau bleibe. Sie ist alles andere als dumm. Aber das wissen wir ja schon. Leider hat sie nur genau die richtigen Papiere mitgenommen. Es tut mir leid. Ich weiß, aber das nützt mir jetzt auch nichts mehr. Los, feg die Scherben da endlich weg. Dass ich mich mal von einer Frau niederschlagen lasse. Ich hätte eigentlich wissen müssen, dass sie es schafft, dich zu übertölpeln. Und ich bin schon mal gespannt, wie du das wieder gut machen willst. Ich gehe sie suchen durch die ganze Stadt, bis es sein muss. Bis ich sie gefunden habe. Valerie ist mir völlig egal. Ich will die Papiere und die können überall sein. Du kannst schon mal die Koffer für meine Hochzeitsreise zusammenpacken. Aber ich... Auch wenn dir das jetzt wieder mal zu kompliziert ist, wir fahren wie geplant. Morgen geht's auf nach Italien. Erste Station, Venedig. Diesen Spaß werde ich mir doch nicht entgehen lassen. Schließlich freue ich mich auf meine Hochzeitsreise. Den kannst du gleich wieder in den Keller bringen. Das ist meiner. Der von Sophie hat Messingknöpfe. Sehr wohl, gnädige Frau. Eigentlich ist das die Arbeit von Max. Aber der hat gestern anscheinend zu sehr gefeiert. Gönnen wir ihm doch den kleinen Rausch. Es war ja schließlich ein besonderer Tag, Magda. Einen wunderschönen guten Morgen. Frisch verheiratet und trotzdem so früh auf den Beinen? Auch wenn gestern der glücklichste Tag meines Lebens war, manche Dinge erledigen sich doch nicht von selbst. Da bist du ja, Liebes. Na, hat dich dein neues, schönes Leben aus den Träumen geholt? Guten Morgen. Guten Morgen, Liebe. Papa, kann ich dich bitte sprechen? Allein. Ja, aber wollt ihr nicht erst mal frühstücken? Nein. Na dann. Das Barometer ist gestiegen. Das lässt auf schönes Reisewetter schließen. Wenn Engel reisen. Was ist? Geht es dir nicht gut? Es ist alles in Ordnung, Papa. Ich möchte nur wissen, wie es mit unseren Finanzen aussieht. Du meinst wegen der Reise. Also ich glaube nicht, dass ihr sparsam sein müsst. Darum mache ich mir keine Sorgen. Warum denn? Also was ist's? Sophie, du weißt, du kannst mit mir über alles reden. Wie bist du mit Friedrich verblieben? Ich meine, was ist mit ihm gut? Musst du ihm das Geld zurückzahlen? Ach, Kindchen, wie kommst du denn jetzt darauf? Du sollst deine Koffer packen und dich auf Italien freuen. Sei ehrlich, ich bin alt genug. Hast du Schulden bei Friedrich? Und wenn ja, wie hoch sind sie? Ich fürchte, erst deine Kinder werden wieder schuldenfrei sein. Bis an mein Lebensende werde ich bei Friedrich die Hypotheken zurückzahlen, die er für uns ausgelöst hat. So schlimm ist es. Aber er ist ein Mann. Und innerhalb der Familie abhängig zu sein, ist doch besser wie bei einer Bank. Danke, dass du so ehrlich bist. Du bist heute so anders. Ja, so, so erwachsen. Vielleicht, weil ich jetzt weiß, was ich zu tun habe. Bringen Sie mir einen Kaffee. Oder nein, lieber einen Cognac. Ach was, bringen Sie mir beides. Guten Morgen, Baron. Dr. Malz. Guten Morgen. Ich habe mir gedacht, dass ich Sie hier finde. Wie geht es ihr? Nun, ich will es mal so sagen, dass sie überhaupt noch lebt, ist schon ein kleines Wunder. Aber sie hat das Auge verloren. Oh Gott, das ist ja entsetzlich. Und leider ist das noch nicht alles. Was denn noch? Wir konnten auch das Kind nicht retten. Oh nein. Wie soll sie das nur verkraften? Nachdem auch ihr Mann von ihr gegangen ist. Cognac? Wenn Sie gestern nicht so schnell gehandelt hätten, die Baronin wäre nicht mehr am Leben. Wird sie denn durchkommen? Da bin ich zuversichtlich. Sie ist eine Kämpfernatur. Das hat dir gestern leider nichts genützt.
Was für ein entsetzlicher Unfall. Ich kann dir eh nicht annullieren lassen. Warum denn nicht? Friedrich hat uns in der Hand. Ich sitze in der Falle. Entschuldige, ich denke nur wieder an mich. Hast du was von Benedikt gehört? Sophie! Bist du bereit für unsere Reise? Nein. Nein? Wir sind verheiratet und als dein Mann kann ich leider kein Nein akzeptieren. Glaubst du, nach allem, was passiert ist, gehe ich mit dir auf eine Hochzeitsreise? Ich glaube es nicht, ich verlange es. Gut, ich komme mit. Unter zwei Bedingungen. Die da wären? Erstens, Rieke kommt mit. Was? Er ist meine persönliche Zofe und meine Freundin. Ich will, dass sie immer in meiner Nähe ist. Und ich werde auch kein Nein akzeptieren. Einverstanden. Und zweitens? Du sorgst dafür, dass Benedikt aus dem Gefängnis kommt. Wie soll ich das machen? Das liegt immer noch im Ermessen der Polizei. Lass deine Beziehung spielen. Ich trete diese Reise jedenfalls erst an, wenn Benedikt frei ist. Die Leute hier sind ganz schön stur. Vor allem dieser Wirt. Stolz vor seinem Vaterland in den Krieg gezogen. Heute kriegt man sie nicht mal mehr mit einem anständigen Sold aufs Schlachtfeld. Hey! Was, Thomas? Braucht ihr immer noch Männer? Je größer das Heer, desto kürzer der Krieg. Du kannst in kurzer Zeit viel Geld verdienen. Ums Geld geht's mir nicht. Du bekommst auch was zu sehen von der Welt. Ferne Länder. Die Meere, wenn du willst. Und manche entschließen sich auch, für immer Soldat zu sein. Gehen wir auf ein Bier? Ja. Warum nicht? Ich hoffe, ich habe dich nicht zu sehr befahren mit der Reise. Ich fühle mich einfach sicherer, wenn du in meiner Nähe bist. Ich weiß. Wir können die Hochzeit ja nachholen. Nachdem wir so lange darauf gewartet haben, kommt es auf die paar Tage auch nicht mehr an. Ich würde wirklich gern nach Italien fahren. Meinst du, Friedrich schafft es wirklich, Benedikt aus dem Gefängnis zu holen? Wenn nicht er, wer dann? Er hat schließlich die besten Beziehungen. Ich muss noch was erledigen. Erst bei Lotte. In der Nähstube. Aber beeil dich. Danke. Du bist wirklich eine gute Freundin. Die Beste. Komm, entscheid doch nicht. Na los, Max. Sag deinem Alltagstrott auf Wiedersehen. Das willst du doch jetzt nicht unterschreiben, oder? Misch dich nicht ein. Sein lassen. Was war das nur für eine dumme Idee, Steine auf Hardensteins Haus zu werfen? Einen Abend vor unserer Hochzeit. Nicht schimpfen, Ulrike. Ich habe es jede einzelne Sekunde in der Zelle bereut. War es sehr schlimm? Ich habe einfach die ganze Zeit an dich gedacht. Es tut mir so leid, dass ich unsere Hochzeit verdorben habe. Aber ich gehe gleich morgen zu Pater Johannes und bitte ihn, uns so schnell wie möglich zu trauen. Daraus wird jetzt erstmal nichts. Du bist mir immer noch böse. Nein. Ich fahre mit Sophie nach Italien. Noch heute.
Aber wir heiraten sofort, wenn ich wieder da bin. Versprochen. Das gefällt mir nicht. Komisch. Bis jetzt musste ich immer drängeln. Jetzt musst du eben mal auf mich warten. Wehe, du lässt dich von einem Italiener ansprechen. Wisst ihr, wo Sophie ist? Ich kann sie nirgends finden. Irgendetwas stimmt doch hier nicht. Max, tu es nicht. Geh wieder zurück an deine Spülschüssel. Wir reden erwachsene Männer. Denen ist es egal, wenn du stirbst. Nicht nur denen. Schnell! Ich hab zu tun, das siehst du doch. Es ist aber dringend sehr. Herrgott, noch mal! Sein Sohn Max sitzt im Wirtshaus mit den Kriegswerbern. Oh mein Gott. Und es sieht verdammt noch mal so aus, als ob sie sich einig werden. Was sag ich denn jetzt bloß? Ich weiß doch auch nicht, wo Sophie steckt. Friedrich, wollen wir zum Abschied noch einen Tee trinken? Danke, aber ich bin lieber etwas zu früh als zu spät. Wo ist denn meine Frau? Sie macht ein paar letzte Besorgungen. Wie kann sie nur? Die Kutsche steht bereit und die Eisenbahn wartet nicht auf uns. Ja, das kann sich nur mal ein paar Minuten handeln. Ja, gut, dann Theo, lade schon mal das Gepäck auf. Nicht, dass wir noch mehr Zeit verlieren. Sehr wohl, Herr Hartenstein. Und die Zofe, macht die auch allerletzte Besorgung? Ich habe sie Sophie hinterhergeschickt. Sie soll sie zur Eile mahnen. Das klingt ja sehr beruhigend. Ist irgendjemand da? Frau Gräber? Max? Entschuldigen Sie, die Tür stand offen. Was wollen Sie? Was ist passiert? Ist was mit Max? Was ist denn los? Ich wollte ihn davon abbringen, aber ich kam zu spät. Er ist weg. Weg? Wohin? Reden Sie mit mir. Er ist in den Krieg gezogen. Max hat sich den Soldaten angeschlossen und muss ja herausfinden, wo er ist. Vielleicht kann ich ihn noch zurückholen. Tut mir leid, das ist die falsche Richtung. Das glaube ich nicht. Also lass mich durch. Na, gibt's Probleme? Jetzt nicht mehr. Schön. Glaubst du, dass sie glücklich ist? Aber natürlich ist sie das. Den Eindruck hatte ich nicht. Was ist denn noch? Jetzt sind wir quitt.